Servus Monsterhunter Freunde, in diesem Video zeige ich euch ein Bild, mit dem ihr super easy alle kampfgehärteten Monster töten könnt, natürlich auch die ganzen normalen Monster. Das ist einfach unglaublich, schaut selbst. Ihr seht jetzt hier gerade den Fight gegen den kampfgehärteten Kirin, der ist schon etwas schwieriger. Aber mit diesem Bild wirklich super easy zu machen. Auch jedes andere Monster tötet ihr mit links und ja, müsst euch nicht mal wirklich anstrengen. Und das Allergeilste an diesem Bild ist, jeder kann ihn nachbauen. Jeder Anfänger kann ihn nachbauen. Ihr müsst nicht wirklich weit im Spiel sein, denn ihr braucht einfach nur Anfänger, Rüstungsteile und auch keine seltenen Juwele. Und das ist schon mal wirklich abnormal krass. Ihr seht schon, ich bin mit der Gewehrlanze unterwegs. Lasst euch da jetzt überhaupt nicht abschrecken, wenn ihr die Waffe noch nie gespielt habt oder sie auch nicht mögt. Sie ist nicht wirklich schwer, denn ihr müsst einfach nur bei der Turtle-Taktik die Schüsse abgeben von der Gewehrlanze, nachladen, Schüsse abgeben und das macht man im Endeffekt die ganze Zeit, ab und zu noch blocken, wenn das Monster eben zum Schlag ausholt. Und diese Waffe, die wir jetzt hier benutzen, ist extrem geil. Erstmal, ihr macht bei dieser Gewehrlanze, mit diesen Schüssen, abnormal krassen Schaden. Ihr macht zwischen 60er und 80er Schüsse auf das Monster, kommt immer drauf an, wie die Verteidigung ist oder wie hoch ihr gebufft seid, ist auf jeden Fall extrem krass, denn es handelt sich hierbei um direkten Schaden. Also es geht direkt auf das Monster drauf und es ist wirklich verdammt gut. Und gleichzeitig haltet ihr euch mit diesen Schüssen abartig nach oben, dass ihr eigentlich keine Tränke schlucken müsst. Und wie gesagt, ihr könnt on top noch blocken. Jeder kann das Bild nachbauen. Es ist einfach unglaublich. Gruß geht auf jeden Fall an Dynamit raus, der mir diesen Bild hier gezeigt hat. Ich habe jedes kampfgehärtete Monster damit getötet und musste am Schluss echt schmunzeln, wie einfach das ist. Und das Bild möchte ich euch jetzt zeigen. Werfen wir einen Blick auf den Status und die Fähigkeiten. Lasst euch von den zwei untersten Fähigkeiten überhaupt nicht abschrecken. Die Schutzpolitur ist optional, wenn ihr sie habt, dann ist ganz gut, wenn nicht, ist auch vollkommen egal. Kapazitätsboost kann man mit reinnehmen, muss man nicht. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, diesen Bild zu spielen, das zeige ich euch gleich. Bei einem kann man es mit reinnehmen, beim anderen braucht man es auf jeden Fall nicht. Schauen wir uns den Status an, wir haben einen Angriff von 449 Punkten, das ist wirklich sehr gut. Die Schärfe ist bei Blau auch wirklich gut vorhanden, grüne Schärfe ist auch noch wirklich einwandfrei. Und ja, wir haben eine Nuller Affinität. Affi brauchen wir auch nicht, denn wir können mit den Schüssen nicht kritten. Element ist on top drauf, 210 Punkte, ist auch nicht wichtig. Wir haben jetzt hier bei der Gunlance, ich zeige euch gleich, welche das ist, alles im Detail, dass ihr das 1:1 nachbauen könnt, Streu drauf und die Beschussstufe 4, so machen wir schon wirklich sehr guten Schaden. Verteidigung liegt bei 465 Punkten und ihr seht, wir sind eigentlich alles so, ja, gegen alles eigentlich resistent, alles um die 0, ist wirklich perfekt gegen jeden, gegen jedes Monster, gegen jeden Feind. Ihr seht jetzt hier die Fähigkeiten, wir haben Gesundheitsboost drauf, 200 Leben, Erholung hoch, wir heilen uns wirklich abartig nach oben. Dann habe ich Artillerie drauf, absolutes Muss, denn ja, man braucht es, um den Schaden hochzuhalten. Irgendwie müsst ihr natürlich auch Schaden machen. Ausweichdistanz, Stufe 3, ultra geil, denn man kann einfach viel weiter sich mit der Gunlance über die Map bewegen oder über die Karte, denn ist schon etwas eine schwere Waffe, wo man nicht so krassen Movement hat, mit dem super easy, ihr könnt durch die halbe Map dodgen. Dann haben wir noch Schnellschärfen dabei, kann man auch wahlweise austauschen, wenn man es nicht braucht, zum Beispiel die Miasma-Experte etc. So kann man über easy gegen den Walhasack kämpfen oder man macht einfach noch ein Dreier Feuer-Risi rein etc. Da habt ihr wirklich viele Möglichkeiten. Göttlicher Segen ist auch dabei. So bekommt ihr, habt ihr eine gewisse Chance, nochmal weniger Schaden abzukriegen. Kräftigen on top noch, falls ihr doch mal drauf gehen solltet. Dann habt ihr on top nochmal 10% mehr Angriff und 10% mehr Verteidigung. Sterbt ihr das zweite Mal, ist das Ganze dann sogar um 20% erhöht. Und wie gesagt, Kapazitätsboost kann man benutzen. Und zwar gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten, diesen Bild zu spielen. Insgesamt, wenn ihr den Kapazitätsboost drin habt, empfehle ich euch, insgesamt zweimal zu schießen. Mit der B-Taste ist es jetzt auf Xbox. Dann einmal einen Y-Angriff zu machen, dann stecht ihr einmal nach vorne und dann wieder B und dann eben ganz normal nachladen. Wenn ihr eben das Kapazitätsboost-Juwel nicht habt, dann lasst ihr den Y-Angriff weg. Ihr drückt im Endeffekt nur diese Schüsse, zweimal B, nachladen, zweimal B, nachladen und so die ganze Zeit. Dann lasst ihr, wie gesagt, diesen Y-Angriff weg, denn ihr habt nur ein Zweier-Magazin, macht im Endeffekt nur einen minimalen Schadensunterschied und ist wirklich nicht schlimm. Schutzpolitur ist vielleicht für den Anfang nicht schlecht, denn ich glaube, die meisten wissen von euch, dass man, wenn man schießt mit der Gewehrlanze, schon sehr schnell die Schärfe runtergeht.
und so hat man eben ein bisschen länger die Schärfe, aber nicht wirklich kritisch. Wenn die unten sein sollte bei Gelb, dann geht einfach auf den Gebiet oder mit schnell schärfen kann man sich normalerweise auch immer hinhocken, kurz einmal drüber schärfen und die Waffe ist dann auch wieder scharf und wirklich gar kein Problem. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Rüstungsteile an, dass ihr den Bild 1:1 nachbauen könnt. So, fangen wir gleich mit der Waffe an. Ich benutze hier die Tarot Brecher Basel, ist eine Kulfwaffe. Ich denke, die meisten besitzen aber diese Waffe oder haben sie vielleicht auch schon zerstört. Es ist auf jeden Fall nicht schwer, an diese Waffe ranzukommen. Sie gibt es nämlich in 3 verschiedenen Varianten und es ist komplett egal, welche Variante ihr habt. Das ist auf jeden Fall das Geile. Ihr unterscheidet bei diesen Waffen einfach nur, wie viel Gesundheit ihr wiederherstellt. Ich benutze jetzt hier die 7er Variante. Der Schaden ist hier wirklich stabil und ich kann diese Waffe 2-mal auf Gesundheitswiederherstellung augmentieren. Das stackt eben und ich heile mich abnormal mit dieser Waffe nach oben. Wahlweise könnt ihr natürlich auch die 8er, die Kjar-Waffe nehmen. Vom Schaden her gleich, vollkommen egal. Ihr seht, unten kann man aber nur einmal augmentieren und ihr heilt euch nicht ganz so krass nach oben. Es gibt diese Basel Gunlance auch als 6er Waffe. Da ist der Schaden, glaube ich, ein bisschen geringer, aber ihr könnt 3-mal die Waffe augmentieren. Heißt, wer lieber nochmal einmal mehr Gesundheitswiederherstellung und top drauf haben möchte, also 3-mal, kann natürlich auch die 6er Waffe nehmen. Ihr müsst dann nur bedenken, ihr werdet dann noch ein bisschen länger gegen das Monster kämpfen, weil der Schaden minimal geringer ist. Aber wie gesagt, 3 verschiedene Gunlands gibt es von Basel bei der Kulf und eine, denke ich, habt ihr auf jeden Fall safe. Dann haben wir hier den Artillerie-Talisman, ist auch nicht schwer zu machen. Dadurch, dass es eben der Talisman ist, brauchen wir keine Juwele und den Talisman kann man wirklich sehr gut herstellen. Und dann kommen wir auch schon zu den Rüstungsteilen und ihr seht, man braucht hier keine seltenen Rüstungsteile, kein Gamma oder sonstige Sachen, sondern kein Drachenreiter oder so, sondern ganz normale Sachen, was wirklich geil ist. Wir haben hier Gildenkreuz. Wer jetzt nicht weiß, wo man das herbekommt, oder auch Brigade, das bekommt man in der Arena. Wenn ihr in der Arena einfach ein paar Quests macht, dann bekommt ihr dann einfach raus. Hier braucht man zum Beispiel die Tizi-Yaku-Münze, also die Tizi-Yaku-Quest machen etc. Einfach in der Arena ein paar Quests machen und dann schalten sich Gildenkreuz, würde ich einfach die letzten 2 Quests machen, frei. Ihr bekommt dann eben Münzen und mit diesen Münzen seht ihr dann beim Schmied eben diese Rüstungen. Und wenn ihr da zu zweit seid, geht er übel easy durch und ihr habt diese Rüstungsteile, ist nicht wirklich viel Aufwand. Wie gesagt, wir haben hier den Gildenkreuz Reif. Das ist der Helm, gibt uns schon mal ein 2er göttlicher Segen und 3 kleine Slots. Dann haben wir den Brigade-Brustpanzer, nochmal ein Top 1 göttlicher Segen und 2 mittlere Slots. Dann habe ich jetzt hier die Gauss-Armschienen, gibt uns einen 2er Gesundheitsboost. So kommen wir auf diese 50 Punkte mehr Leben hoch. Nochmal ein kleines Slot. Dann habe ich hier nochmal Gildenkreuz, kräftigen. Wie gesagt, wenn ihr sterbt, 10% mehr Angriff, mehr Verteidigung und 3 kleine Slots. Und zu guter Letzt Kruschala, auch jetzt nicht wirklich schwer, die normale Variante, die B-Rüstung, Ausweichdistanz Stufe 2 und einen ganz großen Slot. Schauen wir uns jetzt die Juwelen an. Also der Bild ist wirklich extrem geil, müsst ihr auf jeden Fall testen, ich lege es euch wirklich ans Herz und ihr seht bei den Juwelen, es ist nicht wirklich krass. Wie gesagt, habt ihr das scharfe Juwel nicht, lasst es einfach raus und habt ihr kein Magazinier-Juwel, spielt eben die andere Taktik, 2-mal schießen, nachladen, 2-mal schießen und nicht mit der Y-Taste, zack, auch einfach weg. Und dann braucht ihr im Endeffekt nur 3-mal das Medizinjuwel, ist jetzt nicht so ultra selten. Dann habe ich 3-mal das Schleifjuwel eingebaut, das könnt ihr immer wieder austauschen, zum Beispiel wie gesagt gegen Miasma-Experte oder nehmt Feuerabwehr mit rein, um es einfach noch einfacher zu haben. Ihr könnt natürlich auch diese Wetzfischflosse verwenden, ist glaube ich Plus, dann müsst ihr auch nur einmal über die Waffe drüber fahren und sie ist scharf, dann müsst ihr zum Beispiel das Schleifzeug nicht mitnehmen, dann habt ihr nochmal 3 kleine Slots frei. Und dann habe ich noch ein Sprungjuwel für die 3er Ausweichdistanz, ist wirklich geil, weil ihr könnt sehr weit über die Karte dodgen. Und dann habt ihr, wie gesagt, wenn ihr dann die 2 anderen Sachen nicht besitzt, sogar noch 2 Slots frei und könnt, ja, was ihr wollt, einbauen. Das ist halt, der Bild ist abnormal krass. Es sieht jetzt nicht nach krassen Schaden aus, aber ihr unter 20 Minuten macht ihr normalerweise die kampfgehärteten Drachenältesten übelst easy tot. Und müsst keinen Trank, nichts schlucken, verbraucht überhaupt gar keine Ressourcen. Und es ist einfach nur lustig, da zuzuschauen, wie die Monster einfach nichts machen können. Und wie gesagt, kann im Endeffekt jeder nachbauen.
Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, baut diesen Bild einmal nach, um zu schauen, wie es funktioniert. Ihr werdet einfach nur den Kopf schütteln und im Endeffekt grinsen, wie das Ganze so einfach sein kann. Das ist das gleiche wie mit dieser Yakras-Bowgun. Da hat man einfach auch nur noch gegrinst und den Kopf geschüttelt, wie die Monster die ganze Zeit auf dem Boden liegen können. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr diesen Bild findet, wenn ihr ihn dann gespielt habt. Würde mich echt interessieren, was ihr davon haltet. Ansonsten war es das soweit mit dem Video. Ich würde mich über einen Daumen freuen. Wer natürlich mehr sehen will, kann gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.